Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind hier immer noch im Urlaub 2021 in Kroatien, in der Nähe von Rovinj auf einem Campingplatz. Und als ich gerade ins Wohnmobil gegangen bin und mir wieder etwas ins Auge fiel, was wir uns erst kurz vor dem Urlaub gekauft haben, wusste ich, da war noch was. Das wollte ich euch mal als Video vorstellen. Wir haben es nicht selbst entdeckt, sondern wir sind noch in so einer Facebook-Gruppe von Concord. Und da hat das ein Mitglied, eine Frau, irgendwie jemand anderes erklärt, wie sie verhindert, dass die Glasscheibe, die sich auf dem Gasherd befindet, diese Abdeckscheibe sozusagen, im Laufe der Zeit nicht total verschrammt. Und die Idee habe ich aufgegriffen, habe das gleich bestellt, habe das meinem Schatz gezeigt. Die war auch begeistert und jetzt nutzen wir die sozusagen das erste Mal. Durch Corona waren wir ja zwischendurch auch noch nicht unterwegs. Habe ich übrigens auch kurz vom Urlaub erst gekauft. Aber wir finden die so klasse, dass wir euch die mal kurz vorstellen wollen, weil ich der Meinung bin, dass es doch mehrere gibt, die da was suchen, die da, wie wir bis jetzt immer nur so ein Geschirrhandtuch draufgelegt haben oder so eine Anti-Rutschmatte und die kleben dann fest oder rutschen weg. Und so, und da haben wir sowas hier entdeckt. Und zwar ist das eine Trockengestell- und Abtropfmatte. Ich zeige euch das mal kurz auf dem Foto. Und gleich nochmal live. Lässt sich ganz leicht zusammenlegen, irgendwo in den Schrank packen, wenn man fährt. Das Praktische ist wirklich, sie liegt auf der Scheibe auf. Und man kann den Abwasch zum Abtrocknen einfach hier mit in dieses Abtropfgestell reinstellen, reinlegen, draufpacken und es tropft ab. Und diese Mikrofasermatte, die nimmt das Wasser nicht auf, die saugt sich nicht voll, sondern die gibt es ganz, ganz leicht und schnell wieder ab. Gerade wenn man im Urlaub ist, irgendwo auf dem Stellplatz, auf dem Campingplatz, hat man meistens Fenster im Küchenbereich auf, ruckzuck ist die wieder trocken. Also so ein ganz kleines Helferlein, was unheimlich gut wirkt. Wir gehen jetzt mal rein. Ich zeige euch mal die Matte. Ja, und hier haben wir sie. Das ist also diese extra saugstarke Mikrofasermatte. Liegt schön auf der Glasplatte auf. Es kann nichts mehr verschrammen. Man kann eben nur die Matte drauflegen oder eben mit diesem Trockengestell. Lässt sich aber ganz leicht abnehmen. So. Mal schnell ein bisschen was zur Seite nehmen hier. Die Gläser auch mal runter. So, und dann sieht man hier, dass die hier nur reingeklemmt ist. Kann man also entweder reinklemmen, beide Seiten, so, oder mal ist das ganz weg. Dann hat man hier nur die Matte. Die gibt es übrigens nicht nur in diesem hellen Mikrofaserstoff, was aber zu unserer Arbeitsplatte hier besser passt, sondern die gibt es auch noch in zwei anderen Farben, unter anderem auch so anthrazitfarben. Also wirklich schön. Ja, darunter, wie gesagt, der Herd lässt sich natürlich prima schützen mit so einer Matte. Möchte man die Matte wegpacken, kann man dieses Ding einfach wieder hier drauf befestigen. Kann ich jetzt nicht, weil ich nur eine Hand frei habe. Ja, vielleicht ein kleiner Tipp für den einen oder anderen, der auch mit so einer Matte die Glasscheibe schützen möchte und gleichzeitig eben so eine Mikrofaser-Abtropfmatte nutzen möchte mit dem Abtropfgestell. Wir finden eine feine Sache. Ja, was natürlich auch sehr sinnvoll ist, schnell mal runternehmen, draußen auf dem Campingtisch abwaschen, danach hier auf die Matte legen, weil was gibt es Schlimmeres, als wenn man so ein Glas abgewaschen auf eine glatte Fläche von einem Tisch, Arbeitsplatte oder sonst was legt. Das Wasser sammelt sich sofort hier unten, gibt einen Rand, ne, hier drauf. Das Wasser wird von der Matte fast eingesaugt sozusagen und leicht wieder abgegeben. Also ideal. Wir werden euch mal unten in der Videobeschreibung einen Link mit einsetzen, wo ihr diese Matte findet, beziehungsweise die gibt es wahrscheinlich an mehreren Stellen, aber wir haben sie dort gekauft. Ja, was soll ich sagen? Sollte nur ein kurzer Tipp sein
für Leute, die dieses Problem mit der immer mehr verschrommenen Glasplatte auch haben. Ansonsten wünschen wir allen, die noch im Urlaub sind, schönen Urlaub. Wir haben noch fast 2 Wochen, da in Deutschland, Österreich, das Wetter überall total schlecht ist. Sogar 200 Kilometer über uns in Slowenien ist es fast 10 Grad kühler. 200, 300 Kilometer tiefer ist es fast 10 Grad kühler. Wir bleiben halt noch. Auch wenn wir eigentlich mehr reisen wollten, das Wetter zwingt uns zum Bleiben. Und wir bleiben, wo es schön und wo es warm ist. Bis dahin, macht's gut. Vergesst nicht, schaut euch mal die anderen Videos von uns an. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr werdet immer erinnert, wenn wir neue Videos einsetzen. Demnächst gibt es mehrere, denn wir sind ja am Reisen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.